Kurz vor dem Video möchte ich noch kurz ein paar Fragen klären, damit diese nicht so oft vorkommen werden. Erstens, der Rahmen wird ab Folge 44 ungefähr wieder geupdatet, denn ab dort funktioniert der Rahmen wieder richtig. Ich habe da einen kleinen Fehler gebaut und es wäre zu, umständlich, um den ganzen jetzt wieder auszubessern. Deswegen fange ich mit einem ganz neuen, Rahmen ab Folge 44 wieder an. Des Weiteren wollte ich noch kurz erzählen, was ich jetzt vorhabe in den nächsten paar Folgen. Denn wir werden jetzt etwas kürzere Videos zwar machen, aber vielleicht wieder 2 Videos pro Tag machen, wenn ihr wieder den Like-Button ein bisschen sprengt. Und wir werden halt dann auch wieder versuchen, sehr viele verschiedene Sachen zu machen. Denn es gibt nach dazu noch ein paar Dinge zu, fangen, ein paar Pokémon halt und noch ein paar relativ spezielle Battles und ein paar Rematches gegen die Top 4 und noch ein paar Herausforderer für den Champ-Titel. Und diese werden wir in diesem Display auch noch alle machen. Deswegen freut euch auf jeden Fall noch auf sehr, sehr viele weitere Parts und jetzt let's go! Willkommen meine lieben Freunde zu einer weiteren Pokémon Mond-Nassack-Folge. Heute werden wir auf der Route alle Trainer besiegen, damit wir gegen den Trial-Captain endlich antreten können. Ja, gegen den fucking Trial-Captain. Den Trial-Captain von der Insel, gegen den wir eigentlich gar nicht gekämpft haben. Wir haben nur von ihm den Typ Fee, war das glaube ich, der Typ Fee, ne? Ja, genau, von Typ Fee haben wir halt von ihm den Z-Kristall bekommen. Oh, das wird richtig ekel, glaube ich. Das wird richtig ekel. Was haben wir denn gegen Typ Fee? Nichts, ne? Oh, ekel, ekel, ekel. Das kann arschig werden für uns. Sehr, sehr arschig. Und Nachtdieb, ich hoffe, das wird nicht killen. Okay, es wird aber auf jeden Fall nochmal und dann werden wir weg. Aber das sollte eigentlich... Ja, danke, es reicht. Es reicht. Es reicht. So. Auf was wechseln wir jetzt am besten aus? Marco Level 55 finde ich nice. Magbrand. Ja, da wechseln wir doch eigentlich standardmäßig auf Dario aus. So. Glaube ich, ist gar kein schlechter Zug, auf ihn auszuwechseln. Ja, Brigitte heißt sie einfach. The fuck. Und Magbrand, ey. Oh, yo. Richtig nice, ey. Ich liebe Magbrand und Illivoltek. Zwei richtig geile Pokémon. Ich habe schon Magma und Electek geliebt. Und dann kamen die Entwicklungen Diamant und Perl rein. Und ich war so begeistert von diesen Pokémon. Und es überlebt einfach. Es überlebt einfach die fucking Attacke. Und zum Beispiel Illivoltek oder die Trompok. The fuck? Sie hat einfach Tromborg. Ja, ich glaube, er wird standardmäßig jetzt wahrscheinlich mit einem Pflanzenmove angreifen. Deswegen wechseln wir einfach mal auf Sina. Wenn er jetzt schlau ist und mit einer Geisterattacke angreift, sind wir ein bisschen am Arsch. Aber das sollte. Okay, Holzhammer. Das ist eine Attacke, die Damage macht, aber ja, okay. Die macht hier am meisten Damage. Ja, der Schattenstrahl. Okay, Phantomkräfte, aber da sollten wir trotzdem killen können, oder? Damit sollten wir trotzdem killen können. Oh, oh. Nein. Nein, das war's mit Lunala. Das war's mit Lunala. Fuck it! Als ob er auch Phantomkräfte eingesetzt hat. Ey, das ist doch eklig. Das ist doch eklig. Alter. Ey, richtig eklig. Richtig eklig, Alter. Er hat einfach auch Phantom. Ey, warum setze ich Kugelsack? Ich bin so ein Idiot. Gott, so ein Retard bin ich. Ey, das gibt's nicht. Ihr setzt einfach auf Phantomkräfte. Oh. Es tut mir gerade ziemlich weh. Es tut mir gerade ziemlich weh, ein so krass cooles Pokémon verloren zu haben. Von Lunala war so krass gut auch noch. Oh. Ja, Borschnabel, gönn dir. Ey, der hat noch zwei weitere Pokémon nach Tramburg. Super. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Magbrand. Ja, und dann wahrscheinlich noch Illivoltek, oder? Was sollen wir gegen Illivoltek machen? Wir haben gegen Illivoltek nichts, ne? Ne, haben wir nicht. Also wahrscheinlich Illivoltek, wenn sie nicht Illivoltek hat, dann geil. Würde ich mega feiern, aber ich glaube schon, dass diese Person hier Illivoltek hat. Ja, gut. Richtiger Ekel gerade.
Grandiras. Ja, da können wir eigentlich drin bleiben, oder? Grandiras war ja das Drachen-Pokémon, ne? Ja, okay. Das Ding ist ja eigentlich easy One-Hit, deswegen. Kampfgebot, ja, sollte eigentlich nicht viel Damage machen. Das macht gar keinen Damage, okay. Ja, ist gut, ist gut. Ich kann ruhig meinen Angriff senken. Du wirst eh gekillt, weil es eine Vierfachschwäche hat gegen Mordsgewalt, also gegen Typ Fee. Ich glaube, es ist Unlichtdrache, oder? Oder Kampf. Ne, Kampfdrache war es, glaube ich. Genau, Kampfdrache. Deswegen hat es eine Vierfachschwäche gegen uns vom Typen Fee. Was natürlich sehr praktisch gerade war, aber hey, Sina, nein. Als ob das Poke einfach gerade eben gerippt ist, ey. Das ist so eklig. So eklig. Oh, fuck it. Nichts mehr zum Auffallen. Na gut, den einen Trainer schaffen wir doch ohne Aufeilen, oder? Ja, Schutz. Alter, ey. Da ist der nächste Trainer. Ah, Megablock. Oh Gott, das hat mich gerade echt ziemlich fertig gemacht, ey. Ziemlich. Ja, du bist eine Backpackerin, okay. Alter. Echt ekelhaft. Richtig ekelhaft. Was hast du denn für Pokémon, du Backpack? Ein Pokémon, okay. Und das ist Mimikma. Sweet. Da ich Mimikma ja selber use in meiner Pokémon-Sonne, Spiel, weiß ich halbwegs, was man dagegen machen kann, beziehungsweise was er wahrscheinlich einsetzen wird, aber ich glaube, das, naja, Burschen aber eigentlich nicht das am meisten was bringen würde. So, okay. Kostümspuk, bam. Dankeschön. Und jetzt gehen wir mit dem Burschen aber rein. Knuddel, dass er jetzt nicht so krass hier Damage machen auf uns. Genau, das ist perfekt. Das, was ich wollte. So, Mimikma kriegt auf jeden Fall einen geilen Hit rein. Und nochmal einen Bohrschnabel rein. So, Klauenwälzer. Okay, das ist... Ist das gut? Ist das nicht gut? I don't know. Angriff. Genau, ich könnte... Ja, okay, du bist eh down. Hau rein, Mimikma. Nice one. Ach ja, ich mag das Pokémon. Ich finde Mimikma richtig geil. Also, es sieht richtig nice aus. Es ist das Lieblings-Pokémon von dieser Gen von mir. Deswegen, mir gefällt das Pokémon auf jeden Fall. Und ich bin... stolz, dieses Pokémon auch in meinem einen Spiel zu besitzen. Aber das fuckt mich gerade mega ab. Wir haben nichts zum Auffallen gerade. Ja, wir riskieren es einfach trotzdem mal. So, tun ihn nach vorne. Alter, fucking Lunala verloren. Ey, das Ekelhafteres gibt es gar nicht. Okay, das ist ein Kampftrainer. Ich hoffe, das ist der letzte. Ne, davon ist noch einer. Aber der sollte easy ja mit vielen Attacken besiegt werden. Deswegen, das sollte vielleicht kein Problem sein. Pandagos. Okay. Das ist doch von Typen Unlicht. Das ist genauso gut eigentlich. Unlichtkampf sogar, glaube ich, ne? Weil das wird dann echt eklig für dich, wenn die Mondgewalt trifft. Überbrückung. Ja, okay. Überbrückung. Bringt dir hier in dem Fall jetzt nicht so viel, aber hey, die Mondgewalt sollte dich echt wegbumsen. Du bist, ich glaube, das Ding ist echt Unlichtkampf, oder? Ja, sonst wird es nicht so krass viel Damage abziehen. Ist gut, gefällt mir. Marco reicht Level 56. Machen wir mal. Ja, das ist perfekt. Perfekt. Das ist mal ein Setup, das ich ganz gut finde, weil wir da easy durchkommen. Oh, fucking Lunala. Ich komme gerade nicht drauf klar, dass Lunala einfach gerackt ist. Und deswegen so ein dummer Fehler, dass er einfach auch Phantomkräfte eingesetzt hat. Wären wir langsamer gewesen als er. Alter, so viel besser. So viel besser. Und hätten wir jetzt noch wechseln können. Das wäre so viel besser gewesen. Zigarre überfüllen. Nice one. Okay. Noch zwei Trainer. Das ist ein Doppelkampf. Okay, wir müssen auffallen. Wir müssen echt auffallen. Aber wir sind kurz vor dem Dings hier. Wie heißt es? Kurz vor dem Baum. Vor dem Baum. Das hört sich auch so gut an. Vor diesem Baum. Das ist. Wir sind kurz vor diesem Baum. Oh mein Gott. So, und jetzt kümmern wir uns mal ganz kurz darum, dass wir ein neues Poke mit reinnehmen. Ekelhaft. Ekelhaft, ekelhaft. Wir müssen wir Sina erstmal schön auf die Ripbox sehen. Genau wie Sefi. Sefi ist auch nicht auf der Ripbox. Was machst du da? Was machst du da, Sefi? Du musst auf die Ripbox. Das ist nicht die Ripbox hier, ne? Geh auf die Ripbox. Die Rippchenbox.
So, was nehmen wir denn mit? Was nehmen wir denn mit? Ja, am besten nehmen wir das hier mit. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir haben 3 neue Pokémon hier im Team. Die alle nicht so the best sind. Dann noch so viele Pokémon, die gut waren, rausgeflogen. Ekelhaft, sehr, sehr ekelhaft. Ja, auf jeden Fall 10. Und dann auf jeden Fall noch ein paar Top-Schutz. 13, Dankeschön. Braucht man auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr, sehr useful. So. Und jetzt weiter hier mit den Schmarrn. Ich will die Brücke heute auf jeden Fall noch fertig bin, dass wir die 2-3 Trainer da noch besiegen. Guckt euch dieses Team an. Guckt euch dieses fucking Team an. Unglaublich. Nur noch 2 Pokémon von der Liga sind von der Liga mit dabei. Schon relativ schade eigentlich, ne? Weil unser Liga-Team war gar nicht mal so scheiße. Das hat mir gefallen. Das hat mir sehr gefallen. Ich würde gerne das Glurak einfach mitnehmen. Wisst ihr, das wäre richtig cool, wenn wir das Glurak einfach so mitnehmen könnten in den Kampf. Wahrscheinlich hat es dann aber auch nur die VM fliegen. Das wäre halt echt schon... Ups. Sind wir an der Stelle angekommen, wo ich eigentlich gar nicht starten wollte. Ich Idiot. Ist hier unten jetzt nochmal ein Top-Schutz oder... Nee. Nee. Der ist hier oben. So, 14 Mal. Ha, ekelhaft. Ich muss so viel wieder neu hochtrainieren, ey. Das wird richtig ekel. Aber die Frage ist immer noch, was gebe ich dann Amigento für eine fucking, für einen fucking Typen? Das wird eine spezielle Frage sein, die wir dann wahrscheinlich im nächsten Part erst klären können. Weil, naja, es ist noch nicht so weit. Gute Antwort auf jeden Fall, es ist noch nicht so weit. Ist halt die Wahrheit, es ist halt echt noch nicht so weit. Schutz, bla bla. Immer schön weiter den Schutz reinhauen. So. Ja, aber dass wir hier einfach kein Dings bekommen, wie heißt es, kein Savepunkt, wo wir kurz speichern können oder sowas. Richtig abfuck. Oh nein, bitte nicht. Bitte nerv mich nicht, komisches Pokémon. Mangus Pector. Mangus Langweiler. Donald Trumpy. Ja. Donald Trumpy. Den benötigen wir hier erstmal nicht. So. Habe ich denn mein Flo mit an zweiter Stelle für den Doppelkampf gleich? Ne, oder? Ne, Chaos kann ich echt nicht. Das wäre mies gewesen, wäre Chaos vorne jetzt geblieben, ey. Ja, das wäre nicht so cool gewesen für Chaos, schätze ich mal. So. Gehen wir mal rechts entlang jetzt. Da, wo wir auch außen rum kommen. Oh, warte, da ist doch wieder... Na, da kommen wir so nicht... Da kommen wir so nicht ran. So. Hier gibt es echt noch eine Menge Zellformen, die wir noch nicht gesammelt haben. Deswegen nice, dass wir die hier finden. So. Und jetzt hier runter auf die Route. Oh Gott, ne, da waren wir schon. Ja, weiteren Schutz einsetzen. Und hier oben dann jetzt. Das ist ein Punker, glaube ich, ne? Da müssen wir noch hin, das ist noch ein Item, ne? Nebelsamen. Und da hinten ist noch ein Item, wo wir jetzt hingehen. Das ist ein Doppelkampf, als ob. 2 Doppelkämpfe hier. Oh, das wird richtig frustrierend. Das wird eklig und frustrierend. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Alter. Punkadu, Beth und keine Ahnung was. Keine Ahnung, wer anderes. Kramchef. Okay, das ist gut. Den können wir... Okay, Quatsch. Das ist eigentlich beides ganz okay. Du haust das Schaumgedöns. Eisstrahl. Ja, wir müssen das Ding, glaube ich, einsetzen. Auf Wolverock. Und den Bohrschnabel setzen wir auf Krampfschiff ein. Komm. Das wird schon klappen. Hälfte, schätze ich mal. Oh, mehr als die Hälfte. Fast ein Kill. Und das hier müsste Wolverock rausnehmen. Was ganz gut ist, weil Wolverock könnte unserem guten alten Flo auf den Piss gehen. Wir haben nur noch 2 krasse MVPs hier im Team. Richtig der Ekel jetzt. Richtig der Ekel. Ja, grandiose Meeressymphonie. Gönn dir auf jeden Fall die grandiose Meeressymphonie.
Die fucking Genki-Dama des Todes auf das arme Wolverock. Bam! Und das Ding ist down. Freut mich. Denn das Ding wäre mir nur auf den Piss gegangen, schätze ich mal. So, aber was setzt du jetzt noch ein? Gutes, altes, wie hieß das Ding denn nochmal? Kramchef, genau. Okay, ja, das braucht jetzt nicht so... Oh, war sogar ein Volltreffer, krass. Was ist jetzt denn da? Mondgewalt erstmal usen, genau. Und du wieder die gleiche Attacke. Ja, du bist jetzt eh down. Warte, die Mondgewalt ist faster. Okay. Dann ist die Mondgewalt halt einfach schneller. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, gut. Okay, was reicht? Level 47, nice. Kapu Kuna Level 63 und das war's, glaube ich, ne? Nice one. Die sind down. Und was haben wir unten jetzt noch für ein Item? Da war ja noch ein Item. Schießenperle. Boah. Immer diese creepy Items, die man noch gar nicht haben möchte. So, hier ist jetzt der nächste Doppelkampf. Oh, eklig. Eklig Doppelkämpfe. Ich mag sie gar nicht. Aber ich würde sagen, Leute. Doch, den machen wir heute noch, den Doppelkampf. Den machen wir auf jeden Fall noch. So. Den machen wir noch. Veteran Robert und Veteran irgendwas. Und das wird... Ey, das wird kein... Nein, die haben einfach... Nein. Das schaut mir sehr, sehr ekelhaft aus. Sehr, sehr ekelhaft. Die haben einfach 6 Pokémon. Als ob... Oh, damn. Musste ich jetzt weitermachen? Wieso war ich nur so dumm? Wieso war ich nur so dumm? Okay, Kurelei kriegt erstmal... Okay, es ist normal effektiv. Okay, was? Als ob das normal effektiv wäre. Dann hätten wir besser erstmal alles auf Waschakwi gesetzt. Der jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel Damage reinbekommt. Ne, fast gar nicht mehr. Boah, Schneider, der wird ein bisschen mehr abziehen jetzt. Ne? Ja, ist gut, ist sehr gut. Eisstrahl, gar nicht gut. Was? I won it! Volltreffer, als ob! Tschüss! Das war's mit Flo. Fuck it! Wir haben einfach Flo verloren! An diesem Kack-Trainer hier. Okay, ich merke schon, wir kriegen hier jetzt die kranken Gegner. Ich kriege jetzt echt die kranken Gegner rein. Das ist gar nicht gut. Was bist du denn? Bist du nur die Fee? Komisches Teil. Ja, komm, wir versuchen es mit einer Mondgewalt hier drauf und mit einem Donner auf Lusardin. Er wehrt ab und Diebeskuss. Ja gut, er wehrt einfach ab, als ob... Ja, genau, hätte das nicht ge... Ja, das bringt dir, glaube ich, gar nichts, mein lieber Freund. Alter, was ein Kack-Team. Erstmal hier eine Mondgewalt und jetzt... Ey, ohne Spaß, ne? Ich will, dass der Donner jetzt trifft. Dankeschön. Step, Donner. Wir werden zwar abgeschwächt, aber please, gib mir den Kill. Dankeschön. Oh, so ein krankes Teil. So ein krankes Teil. Diebeskuss wieder. Oh, eklig. Dankeschön. Was kommt als nächstes? Ey, wir sind jetzt richtig am Arsch. Wir sind jetzt richtig am Arsch. Dressella. Elevoltec. Ja, wir müssen mit ihm reingehen. Und mit ihm, keine Ahnung. Können wir die Setkraft einsetzen, ja? Alolas Wächter auf Elevoltec, please. Wir versuchen es mal, ey. Das wird richtig mies enden, schätze ich mal. Gut, der Bedroher setzt sich schon mal auf die Beine, das ist schon mal gut. Und jetzt komm. Kill, please, das Elevoltec weg. Bitte.
Das ist das, was ich jetzt gerade echt so gar nicht brauche. Alter. Alolas fucking Wächter. Alter, so ein kranker Move. Und so ein kranker Lag gerade. Einfach wie ein Doppelkampf. Ey, wenn das kein Kill ist, ich flip aus. Okay, okay. Es macht zumindest halbwegs Damage. Sagen wir mal so, es macht zumindest halbwegs Damage. Und Alter. Alter, muss das Ding einstecken, muss das Ding einstecken. Und das ist cool. Es ist gekillt, Alter. Als ob das Ding einfach gekillt ist. Ich muss Drake einwechseln. Ey, das wird ekelhaft. Das wird richtig ekelhaft. Nein. Ja, du bist auf jeden Fall weg, Drake. Ja, nein, ich bin dadurch beobachtet. Na, scheiße, ey. Ziemlich gefickt bin ich dadurch. Ziemlich gefickt. Ja, was soll ich machen hier? Ich kann das Ding nicht gewinnen. Feuerschlag, wow. Wow. Ey, ist ja richtig eklig. Eisstrahler. Tristella. Oh, Alter, fuckt mich das gerade ab. Ey, das fuckt mich so mies ab. Rechte Hand. Er pusht ihn. Oh nein. Kill is please. Dankeschön. Dankeschön. Oh, fuck it. Einfach unser halbes Team weggerotzt, ey. Ich muss so krass trainieren. Das ist nicht mehr normal. Ich muss da gleich noch so ein krasses neues Team aufstellen wegen dieser Scheiße hier. Tour Tornado, okay. Aber wieder. Okay. Auf ihn. Und der Donner auf ihn. Das könnte klappen, das könnte echt... Oh, rechte... Alter, als ob die hier rechte Hand... So eklig. So, bitte... Get in den Kill. Dankeschön, du bist Death. So, und das andere Ding ist auch noch gleich RIP. Komm. Dario, hau das Ding weg. Wen das Ding überlebt das, ey. Wer das Ding überlebt das. Oh, Ekel! Feuersturm, ja, dann gut. Das soll jetzt nicht so viel Damage reinhauen, oder? Scheiße, das macht schon Damage, ey. Das macht schon fucking Damage. Okay, warte, warte, warte. Eine weitere Mondgewalt soll das Ding aber killen. Deswegen gehen wir jetzt für eine Mondgewalt. Und safe nochmal. Nein, wir gehen für eine Mondgewalt. Und safe nochmal für eine Top-Genesung auf Dario. Und wir haben drei Pokémon in den Kampf verloren. Wir haben unseren Two-Kolmon, unseren Flo verloren, den wir seit Part 2 oder 3 haben. Alter. Eklig. Wie eklig. Ich sag's euch, das ist so eklig. Boah. Okay, was erreicht? Level 48. Gut. Leute, ich würde sagen, für den nächsten Part werde ich dann ein neues Team zusammenstellen, mit dem wir dann hier weitermachen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bis dann und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haude rein.